Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr so früh am Morgen schon alle da seid. Wir stellen euch heute mal unseren aktuellen Stand vor, wie wir ein dezentrales, aber gleichzeitig doch zentrales Backbone mit dem IS64475 aufgebaut haben, was Freifunk Frankfurt am Main ist. Und ja, noch so ein paar Gedanken, die wir uns über die Zukunft vom Freifunk gemacht haben. Ja, erstmal über uns. Ich bin Margau. Da sieht man schön, wie ich erreichbar bin, also Twitter oder im Fediverse. Ich mache im Freifunk, bin bei Freifunk Frankfurt so seit 2018 mehr oder weniger aktiv dabei und mache ja so ein bisschen Backbone-Firmware und seit neuestem auch Vereinsdinge. Ich bin Scorpi und ich mache seit Ende 2014 Freifunk Frankfurt und ausgenommen der Firma fast alles. Ja, wer ist Freifunk Frankfurt? Freifunk Frankfurt gibt es grob seit 2014. Gab schon Ansätze davor, aber das ist so der Anfang. Und seit 2014 haben wir auch einen Verein und benutzen, wie die meisten Communities, Gluon mit Batman. Mehr dazu später. Ja, Freifunk zunächst einmal. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich mich hier so umgucke, die meisten wissen schon mal grob, was es ist, aber trotzdem noch kurz die Idee. Freifunk ist generell erstmal ein offenes Netzwerk mit dem technischen Ansatz dahinter, Mesh-Netzwerke aufzubauen. Da spielt auch das Pico-Peering-Agreement mit rein. Das heißt, jeder Freifunker kann oder soll jedem anderen Freifunker Transit anbieten, also Konnektivität anbieten, und man kann es natürlich auch nutzen. Freifunk ist generell ein offenes Netzwerk, heißt, man kann sich direkt verbinden und hat dann ja Zugriff aufs Freifunknetz, aber auch die Offenheit bezüglich Transit. Also die Idee ist, dass jeder jedem ja Konnektivität weitergeben kann und so jeder mitmachen kann und dann ein offenes Netz auch für jeden aufbauen kann. So dass auch jeder Dienste, die er anbieten möchte, halt auch anbieten kann, soll. Genau. Die praktische Implementierung ist halt momentan Internet, Wi-Fi, weil das ist, was man quasi am meisten auch braucht. Ja, Freifunk Frankfurt, das ist unsere S-Nummer. IS64475. Warum haben wir das? Wir brauchten IPv6, um im modernen Internet teilnehmen zu können. IPv4-Adressen sind langsam leer und jedem Knoten, jedem End-User eine Public IPv4-Adresse zuzuweisen, ist unpraktisch. Und wenn man keinen IPv6 hat, kann man auch nicht wirklich selber Dienste bereitstellen, sodass sie erreichbar sind, um das halt einfach zu ermöglichen, dass Leute ihre Dienste anbieten können, war IPv6 nötig, um da unabhängig von irgendwelchen Hostern zu sein oder allgemein flexibel zu sein, brauchten wir eigenen IP-Space, was dann auch bedeutet, dass wir ein eigenes AS brauchen. Genau, nochmal kurz AS, das ist die Abkürzung für autonomes System, also ein Netzwerk, was am Internet direkt am Kern vom Internet teilnimmt. Jo, und so 2017 haben wir dann auch einen eigenen Rechenzentrumsstandort. Die Exit gibt uns Co-Location-Fläche, das heißt Höheneinheiten in einem Rechenzentrum und Transitstrom und so weiter. Wir haben dort von denen noch Konnektivität zum Clarix, das heißt, wir kommen zu einigen Content-Providern direkt. Das heißt, wenn man dann vom Rechenzentrumsdach aus mit Richtfunk, da sich verbindet, geht man nicht nochmal über irgendwelche weiteren Provider außer Freifunk, und dann kommt man beispielsweise zu Google direkt und hat dann halt keine weiteren Abhängigkeiten dazwischen. Genau, Clarix ist einer der, ich sag mal, kleineren Frankfurter Internet-Exchanges, also wo sich sehr viele autonome Systeme zusammengeschlossen haben. Knapp 200, glaube ich. Der D-Kix ist mit über 700 deutlich größer. Also, um eine kleine Relation zu geben, aber in den meisten anderen Städten sind es deutlich unter 200. Seit diesem Sommer haben wir im eShelter einen weiteren Standort und haben auch dort deutlich mehr Anbieter, mit denen wir verbunden sind. Der Community AX ist ein Projekt ursprünglich aus Berlin, das auch nach Frankfurt gekommen ist. Da sind einige
Community-Netzwerke, auch der CCC angeschlossen, die Amateurfunker und andere Projekte, aber auch beispielsweise die Deutsche Telekom oder Räten als Transit-Provider. So erreicht man halt diese Netzwerke direkt und hat euch eine sehr hohe Konnektivität und auch Flexibilität und Diversität in den Netzen. Das heißt, Probleme sind da eher ausgeschlossen von Bandbreiten. Überlaufende Peerings zu ISPs, zu den Abendstunden, die häufig bekannt sind, sind da eher nicht der Fall, da es halt primär direkt geht. Und genau, dann haben wir halt noch den DKIX an allen deutschen Standorten verbunden und halt auch dadurch zu den Content-Providern keine Probleme. Warum machen wir das? Wir haben das Ziel, eine bessere Qualität einfach zu ermöglichen, sodass man halt mehr Kapazität hat oder halt auch einfach nicht irgendwelche Shared-Medien benutzt oder einfach Leitungen, die überlastet sind. Und einfach damit wir auch Dienste selber anbieten können. Wir haben unsere DNS-Server benutzen nicht irgendwelche anderen offenen Resolver, sondern das machen wir alles selber, um halt wirklich ein eigener Teil vom eigenen Internet-Provider zu sein, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Ja, also das ist vor allen Dingen der Punkt für Freifunk als Community-Netz. Wir verlassen uns nicht oder müssen uns nicht irgendwo den Dienst Internet als solches einkaufen, sondern wir nehmen eben selbst wirklich am Kern vom Internet teil. Und das ist auch einer der größeren Teile der Motivation dahinter. Genau, Default Free Zone heißt das dann. Das heißt, wir haben unsere IP-Adressen, die dem Freifunk Frankfurt, dem autonomen System zugeordnet sind und wir announcen die wirklich direkt ins Internet, ohne noch irgendwie Umwege dazwischen zu haben. Das heißt, wir sind wirklich Teil der Core-Community, wenn man das so nennen will. Genau, also wir sehen halt die meisten Routen ins Internet, im europäischen Bereich zumindest direkt, haben also wenig noch dazwischen. Das hat sonst nicht jeder normale Provider schon, das ist auch überhaupt so eine Sache. Also dadurch, dass Freifunk auch zum Glück schon bekannter ist, sind die Anbieter auch deutlich freundlicher mit Peerings schon. Das heißt, wir haben auch mit T1-Providern Peerings. Das heißt, die größte Teil des Internets ist halt, liegt uns halt einfach so zu Füßen. Und das ist schon sehr praktisch. Genau, was wir aktuell planen, sind wieder direkte Richtfunkstrecken aufzubauen, um halt einfach von Tunneln wegzukommen, damit wir halt auch einfach von anderen Internetprovidern unabhängiger werden und einfach auch den Freifunkgedanken aus unserer Sicht dazu stärken, dass man nicht irgendwie einen FastD-Tunnel nochmal aufbauen muss und dann doch wieder abhängig ist oder selbst wenn man direkt ausleitet, ist man ja dann wieder abhängig von irgendeinem Internetprovider, wenn der irgendwelche Probleme hat, dass man irgendwelche Seiten nicht erreicht, kann man selber wenig tun. Das ist aus unserer Sicht für den Freifunk auch eine Möglichkeit, einfach flexibler zu sein und man lernt auch nochmal deutlich mehr. Genau, hatten wir schon mal am Anfang, dass wir das Rechenzentrum direkt mit einem Freifunkstandort per Richtfunk verbunden hatten. Leider hat sich das Rechenzentrum dann über Nacht migriert zu einem anderen Standort, wodurch dann das mit der Richtfunkverbindung nicht mehr möglich war. Aber generell ist das natürlich schon so ein Ziel davon. Unser Tech-Stack, wir haben Debian noch primär alles mit Debian Stretch. Das ist mit Solstack orchestriert. Haben da ein bisschen Docker noch im Einsatz dabei. Davor hatten wir eierlegende Wollmilchsäue mit Puppet. Das ist aus unserer Sicht nicht der beste Ansatz, weil auch der Einstieg extrem schwer ist. Wenn man Layer 2 Anycast baut, das kann man machen. Das ist mal eine interessante Erfahrung. Es geht aber kaputt. Und das zu debuggen ist gefühlt unmöglich. Also genau. Wen das im Detail interessiert, ist natürlich, unsere Solstates sind Open Source, also kann man sich auch anschauen, wie auch die Solstates von einigen anderen Freifunk-Communities. Danke, Darmstadt. genau. Also wir haben
Namespace oder IP-Rules-Magie, die vorher oder bei den meisten anderen Freifunk-Communities vorhanden ist, probiert möglichst zu vermeiden. Das Einzige für irgendwelche Out-of-Band-Management-Systeme gibt es das noch, aber nicht für den normalen Betrieb oder so. Einfach um da den Einstieg ein bisschen zu erleichtern und halt auch um irgendwelche Probleme zu vermeiden. Es gab vorher, dass das alle Server in einem großen Layer-2-Netz gehangen haben und einmal ganz normalen Internetanschluss hatten und halt nochmal den anderen Anschluss an die Freifunk-Community-Netzwerk, und das führte dann zu interessanten Routing-Effekten, auch sehr schwer zu debuggen, macht den Einstieg auch nicht einfacher. Genau, kommen wir zu den Knoten, weil das tollste Backbone bringt nichts, wenn man keine Knoten hat, die dann wirklich Freifunk machen. Wir nehmen den vermutlich am verbreitetsten Stack, Luan mit Batman ADV, also wie die meisten Freifunk-Communities. Gestern hatten wir 592 Knoten aktiv und das Ganze aber momentan leider noch in einer einzelnen Domain, wo wir schon beim ersten Problem, wenn man so will, ist, weil jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, so ein Layer-2-Netzwerk, also ein geswitchtes Netzwerk, skaliert nicht endlos, und 592 Knoten, es läuft. Klar, wir filtern auch diverse Dinge oder so, aber es ist halt ab und zu durchaus mal problematisch. Also wir filtern nicht den Internet-Traffic von den Nutzern selber, sondern wir filtern, dass Leute ihre Fritzboxen anschließen oder Drucker ins Netz hängen, weil die machen einerseits Multicast-DNS, das wird dann an alle gesendet und ist eher eine Air Pollution im WLAN dann, aber auch einfach, wenn die Fritzbox dran angeschlossen ist, das Heimnetz muss nicht unbedingt im Internet hängen, weil das ist ja eigentlich gerade nicht der Zweck von Freifunk. Genau. Ja, sind wir schon bei Challenges, die man in dem Bereich, wie vermutlich auch fast jede andere Freifunk-Community bei uns hat. Wir haben viele Legacy-Devices. Legacy-Devices heißt Geräte mit 4 MB Fläche und 32 MB RAM. Da gab es unter anderem am Camp einen schönen Talk dazu von Blocktron. Kann ich nur empfehlen, gerne nochmal anschauen. Problem da ist natürlich, da wird das mit der Software darauf eng. Neue Kernel sind problematisch, dass sie da noch drauf passen, generell der ganze Software-Stack. Und auch der RAM ist nicht gerade so, dass man da jetzt besonders viel hätte. Und da läuft man auch ab und zu dann mal in Probleme rein. Das heißt, wir wollen auf längere Sicht schauen, dass wir die eben loswerden, durch moderne, zukunftsfähige Geräte ersetzen. Was halt allein durch die schiere Masse, die von den 841ern zum Beispiel, also von den ehemaligen Einstiegsroutern im Netz hängen, ein Problem ist. Weiterhin gibt es ein paar Migrationen auf modernere Lösungen, die wir machen müssen oder gemacht haben. Zum Beispiel das Meshing zwischen den Freifunknoten läuft traditionell über IBSS-Meshing, und jetzt seit ein paar Jahren gibt es im Gluon, also in dem Software-Framework, das 802.11s, was das Ganze nochmal eine Runde moderner macht. Haben wir jetzt gerade letzte Woche am Montag erfolgreich abgeschlossen, die Migration. Da ist natürlich immer das Problem, wie schafft man es, dass gerade zu einer inkompatiblen Änderung nicht irgendwelche Dinge kaputt machen in den Mesh-Wolken, also wo dann die Knoten zusammenhängen und so weiter. Genau. Was noch vor uns liegt, ist die Migration der Batman-Version, weil da gibt es auch zwei, ich sag mal, verbreitete, einmal das Batman 14 und 15. Wir haben noch Batman 14, es ist inkompatibel zum Batman 15, wenn man es direkt miteinander, wir müssen ganze Mesh-Wolken auf einmal upgraden. Das ist noch so ein Way to go, wo wir uns demnächst drum kümmern müssen, und natürlich das Aufsplitten unseres großen Layer-2-Netzes, unserer großen Wolke in Multidomain, also in kleinere Layer-2-Netze, die dann auch die Performance wieder verbessern sollten. Genau. Das ist so, sind die großen drei großen Baustellen in dem Bereich, die wir haben. Wobei man auch dazu sagen muss, im Vergleich zu manchen anderen Communities zumindest sind wir da eher spät dran. Also gerade die IBSS zu 11S-Migration haben andere schon länger gemacht. Genau. Oder sie haben einfach direkt mit 11S angefangen. Muss man auch einfach sagen, dass sehr viele Communities deutlich später angefangen haben und halt deutlich weniger Vergangenheit einfach mitnehmen.
Genau. Die ganzen Migrationsthemen hängen halt häufig leider auch mit Performance-Problemen zusammen. Also gerade so ein großes Layer-2-Netzwerk kann häufiger mal Performance-Probleme verursachen. Genau. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an die Entwickler von dem Gluon-Framework, also das Framework, worauf auch unsere Firma basiert. Die machen da, glaube ich, einen verdammt guten Job, und auch die Neuerungen in den letzten Jahren, also gerade in der jetzt bald erscheinenden neuen Gluon-Version, ist wieder zumindest ein größeres Feature drin, was uns die Migration deutlich einfacher macht, nämlich die der Batman-Version. Und ich glaube, da kann man im Namen von fast allen Freifunk-Communities, die Gluon verwenden, sprechen. Vielen Dank. Genauso natürlich an die OpenWRT-Entwickler. Das ist auch, das Ganze basiert ja auf OpenWRT, also auch vielen Dank an die. Genau, machen wir mal einen Schritt weiter. Schauen wir jetzt nicht nur in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Was ist eigentlich unser Traum mit diesem Netz? Ja, für ein Freifunk, in dem wir gut und gerne surfen. Dieser Satz ist ein bisschen inspiriert bei von diversen anderen Freifunkern. Man wird ihn im Internet, sollte man ihn finden. Aber was heißt das für uns eigentlich? Wir würden gerne das Freifunk so weit bringen, dass Freifunk als primäre Internetquelle dient. Also dass man gar kein Heimnetz als solches mehr braucht oder so, sondern dass Freifunk wirklich in einer Qualität nutzbar ist, dass Freifunk direkt für, ich sag mal, Interessierte als primäre Internetquelle dient. Das heißt, eine offene Alternative auch zu anderen Zugangstechniken, zu Mobilfunk oder ähnlichem. Letztendlich ist das unser Traum, wo wir mit dem Netz hinwollen. Es ist noch ein langer Way to go, aber das haben wir uns so als Ziel gesetzt. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Also ja, ein offenes, community-basiertes Netz. Das bringt natürlich ein paar Probleme, neben dem schon angesprochenen. Die Skalierung in alle Dimensionen. Wie gesagt, die Layer-2-Domänen sind halt einfach unpraktisch. Das kennt eigentlich auch jeder Rechenzentrumsprovider. Die bauen sich aktuell auch alle darum Lösungen. Und da ist halt der Anfang, die Aufteilung, aber auch einfach wegzugehen davon. Und natürlich einfach, ja, wir haben nicht auf einer grünen Wiese angefangen. Das ist halt einfach aus der Historie entstanden. Und das muss man halt irgendwie drumherum bauen, sodass man das auch alles mitnimmt und trotzdem noch am Leben hält. Und so sind halt ja die Frickelschulden ein kleineres, größeres Übel. Ja, vielleicht kurz zum Beispiel zu Frickelschulden. Wir haben ja eben über die Multidomain-Migration geredet. Wir hatten relativ lange Probleme damit, unser Backbone für das Multidomain fähig zu machen, einfach weil die Reihenfolge, mit denen die Interfaces auf dem Backbone, also VPN und Batman und so weiter, hochkommen, ich sag mal schwierig war, beziehungsweise manchmal nicht ganz deterministisch war. Aus dem Grund, also ich sag mal, wir haben viel zu lange dran getüftelt und haben jetzt Frickel, was es zwar tut, aber was jetzt stilistisch nicht sonderlich oder keine sonderlich schöne Lösung ist. Und eben, ja, so Lösungen gibt es überall. Ich denke, das kennt auch fast jeder, dass man dann halt irgendwie mal das zwar so tut, dass es tut, aber dass es nicht sonderlich schön ist. Und auch diese Workarounds wollen wir langfristig loswerden, selbstverständlich. Ja, die Community ist in vielen Bezügen wenig divers, auch einfach an den Beteiligten, und auch die meisten sind einfach Techniker. Wir haben bei uns wenig Personen, die Öffentlichkeitsarbeit und Ähnliches machen, und das ist halt auch, also Freifunk ist halt nicht nur rein an Servern schrauben, sondern halt auch einfach sehr viel anderes. Und für uns in Frankfurt sind halt einfach sehr wenig Aktive noch dabei.
Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. War schon im Titel von unserem Talk drin. Was hat das eigentlich mit dem Zentral und dem Dezentral auf sich? Wir haben uns da mal ein paar Gedanken zugemacht, wie wir das sehen, würden die gerne einmal eine Runde teilen. Generell ist es erstmal so, ein autonomes System ist per Definition zentral. Das ist ein Netzwerk, was mit dem Rest des Internets agiert über klar definiertes Routing, über klar definierte IPs und komplett dezentral. Also Dezentralität in so einem autonomen System ist eigentlich nicht das, was es tun soll. Von daher könnte, oder ist das teilweise, ich sag mal etwas interessant. Die Vorteile von einem zentralen Ansatz ist natürlich, es ist definitiv einfacher zu managen, einfacher zu betreiben. Es skaliert auch einfacher, weil man eben das zentrale Management hat, planen kann und so weiter. Und jetzt speziell in unserem Fall die Versorgung von Endnutzern mit Internet in dem Fall ist auch zentral, einfacher. Wenn man sich DHCP anschaut, die klassische Lösung für DHCP ist halt, man hat einen zentralen DHCP-Server, man hat einen zentral konfigurierten IP-Adressbereich und das Ganze wirklich 100% dezentral zu lösen, ist erstmal eine Herausforderung oder je nach Sichtweise sogar unmöglich. Contra ist natürlich auch, und das ist einer der Gedanken hinter Freifunk, wenn man so eine zentrale Infrastruktur hat, die kann Single Point of Failure sein. Erstmal theoretisch natürlich technisch. Technisch kann man dem aber entgegenwirken, indem man zum Beispiel weitere Standorte verwendet oder ähnliches. Aber die Organisation dahinter natürlich. Wenn man einen Verein hat, wir haben einen Verein und aus irgendwelchen Gründen passiert irgendwas mit dem Verein und der ist weg, hat man Single Point of Failure und das war es dann erstmal. Und ein weiteres Kontra ist natürlich auch, wenn man sowas zentral managt, das ist generell erstmal nicht so offen. Häufig machen nur bestimmte Leute mit. Häufig ist es für Externe zunächst erstmal nicht ganz so einfach, damit reinzukommen. Und das ist natürlich ein großer Punkt. So, warum ist die Zentralität gerade im Freifunkumfeld, im Community-Netzumfeld eher schwierig? Generell muss man natürlich sagen, das Internet ist erstmal dezentral. Also es gibt keine wirklich in dem Sinne technisch zentrale Instanz im Internet. Aber auf dem Level von verschiedenen verbundenen Systemen, also auf dem Level von autonomen Systemen, die miteinander reden, ist es dezentral. Wenn wir jetzt mal tiefer einsteigen, Layer nach unten gehen, in unser Freifunknetz gehen, wo wir letztendlich per Layer 2 Internet an die Nutzer verteilen, ist es schon wieder nicht mehr ganz so einfach, weil in so einem Layer 2, was üblicherweise halt dafür designt ist, zentral verwaltet zu werden, ist diese Dezentralität plötzlich nicht mehr ganz so einfach bis unmöglich. Und das ist so ein Punkt, für den wir eben regelmäßig stehen. So wie im Freifunk, wie löst man es jetzt? Welche Kompromisse geht man ein? Genau. Habe ich eben schon gesagt, für ein autonomes System vorher eine komplette Dezentralität unmöglich. Aus den diversen genannten Gründen. Und für Freifunk generell, also für die einzelnen Netze, kann man sich darüber streiten, wie gut das möglich ist, aber es ist wirklich praktikabel. Das ist so der Gedanke dahinter. Ja, hilft uns das jetzt viel, wenn wir das Netz komplett dezentral machen, uns aber dafür technische Schwierigkeiten teilweise holen, oder ist es vielleicht dann doch einfacher, den direkten Weg zu gehen? Ja, ist es wirklich notwendig? Ein anderer Gedanke ist, es gibt viele verschiedene Freifunk-Communities und ist nicht das ganze Ökosystem dadurch schon dezentral? Wir haben allein mal ein paar Communities aufgeschrieben, die alle ein autonomes System betreiben, also auch Teil vom Internet am niedrigsten Level sind. Wir haben natürlich auch aus Sicht des autonomen Systems vom Freifunk Frankfurt Diversity, dadurch, dass wir Peering haben, verschiedene Uplinks haben, verschiedene Peering-Partner haben, verschiedene Internet-Exchanges haben, an denen wir dran sind. Und letztendlich dadurch aus unserer Sicht auch Diversität generieren, indem wir einen autonomen Teil vom Internet sind, statt eben uns woanders mit dran zu hängen. Weiterer Teil von der Dezentralität oder von der Diversität ist natürlich auch, dass die komplette Architektur offen ist. Also wir haben es eben schon kurz genannt, unser SALT ist offen. Jeder, der Interesse hat, kann sich da inspirieren lassen oder sogar direkt aus dem SALT eine eigene Infrastruktur hochziehen. Und natürlich auch Contribution, also Mitarbeit, ist sehr willkommen. Genau.
unser Blick auf die Zukunft. Also aus all dem, was wir so ja, gehört haben, den Problemen, auch den Zentralitäts-Dezentralitätsaspekt, wo wollen wir hin? Erstmal die Technologie. Ich glaube für uns alle das Einfachste, weil die meisten von uns sind eher die Techniker. Es gibt das Kluon-Babel-Projekt. Das macht Klaus Dieter, ist sein Nick, teilweise Freifunk Frankfurt und auch beim Kluon-Upstream gibt es da Entwicklungen. Im Prinzip ist die Hauptidee, dass man von dem Layer 2, also vom Switching, weggeht und im Kluon-Netz, also im Freifunknetz, Layer 3, also Routing macht. Das bringt ein paar Vorteile mit sich. Routing ist generell, ich sag mal, verbreiteter als Mesh-Netzwerke über Switching zu machen. Anderer Aspekt, den wir gerne realisieren würden in Zukunft, ist eine bessere Upstream-Infrastruktur. Heißt einfach, unser Backbone stabiler machen, mehr Diversität in unser Backbone reinbringen, mehr Peerings und ähnliches. Und in Verbindung dazu, das haben wir eben am Anfang auch schon mal erwähnt, weniger Tunnel und mehr direkte Verbindung. Also zum Beispiel per Richtfunk vom Dach das Rechenzentrum aus, direkt in, an die Punkte, wo Freifunk verwendet wird. Und so letztendlich von den Tunneln, die das Netz zusammenhalten, wegzukommen. Das ist so unser technischer Wunsch. Community natürlich auch brauchen wir in der Zukunft. Wir brauchen definitiv mehr aktive Menschen. Und ich glaube, das geht auch nicht nur uns so. Leider ist es natürlich nicht immer einfach. Es gibt in jeder Community hat's Herausforderungen. Wir brauchen auch den Wissenstransfer, das ist auch noch so ein großer Punkt, weil in so einem Freifunk-Stack steckt letztendlich echt viel Know-how drin, steckt einiges an Edge-Cases drin und dergleichen und wenn da der Wissenstransfer nicht funktioniert und man nicht die Möglichkeit hat, neue Mitglieder, neue Interessierte da wirklich gut einzubinden und auch zu begeistern, funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und natürlich der andere Punkt, den wir eben auch schon mal kurz erwähnt haben, aus unserer Sicht oder speziell für unsere Community wäre es so, dass wir uns natürlich auch mehr Diversität wünschen, wo wir, glaube ich, auch alle bei uns dran arbeiten könnten oder dran arbeiten sollten, dass wir da offener werden und nicht, ich sag mal, nicht nur die Techniker. Ja, letztendlich haben wir aber auch noch den Aspekt Gesellschaft. Aus unserer Sicht ist Freifunk in der Chaos-Bubble, also da, wo wir uns jetzt gerade auch befinden, sehr bekannt. Und Freifunk ist als Hotspot-Provider bekannt. Also so ein offener, gratis Hotspot, oh cool, können wir uns hinstellen. Aber die Idee dahinter, jeder kann mitmachen, wir bauen offene Netzwerke, Netzwerke können überhaupt offen sein, da bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich außerhalb von der Freifunk-Bubble oder von der Chaos-Bubble, von den Freifunk-Communities so bekannt ist. Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, an dem wir arbeiten sollten, dass wir unsere Message dahinter, also nicht, dass hier nimmt diesen Router und habt einen WLAN-Hotspot, sondern seid Teil dieses freien Netzes, dass wir die auch aus dem Bereich heraustragen, in die Gesellschaft reintragen und da, ja, ich sag mal, gesellschaftlichen Impact verursachen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir noch deutlich dran arbeiten können, wo wir, was ein wichtiger Aspekt für unsere Zukunft ist. Genau, letztendlich, viele von den Themen laufen auf mehr oder weniger eine Frage, eine offene Frage, die ich heute auch nicht beantworten kann und ich glaube, die kann man nie so ganz beantworten. Was ist unsere Hauptmotivation? Ist die Hauptmotivation, Mainstream zu sein oder komplett dezentral zu sein? Mainstream hat natürlich den Aspekt, man ist breiter in der Gesellschaft, man hat in der Regel eine einfachere User Experience, aber man hat eben nicht die Dezentralität komplett mit drin. Das heißt, man wird, wenn man sich für den Weg oder mehr für den Weg entscheidet, den Mainstream-Weg zu gehen, also der breiten Masse der Gesellschaft Freifunk zugänglich zu machen, wird man da vermutlich mehr Kompromisse eingehen müssen, als wenn man
den Aspekt, den Weg eingeht, man baut ein Netz, was, ich sag mal, politisch ideal ist, also was so dezentral wie möglich ist, aber dafür vielleicht keine so gute User Experience bietet oder komplizierter ist einzurichten. Und ich glaube, diese Frage ist eine, die Freifunk vermutlich immer mit begleiten wird. So in welche Richtung geht man? Macht man das Bürgernetz, was zentral organisiert ist, oder macht man das dezentrale Netz, was dann halt vermutlich eine schlechte User Experience bietet. Ja, an der Stelle wollen wir schon allen, die Freifunk halt allgemein begleiten, nicht nur Freifunk Frankfurt, irgendwie unterstützen, danken, alle, die irgendwie sich daran beteiligen, sei es beim Gluon, sei es bei der Presse, bei der Gemeinnützigkeitserlangung und allen Freifunkern an sich wollen wir danken. Das sind Teile unserer Sponsoren oder Unterstützer. Genau, also da nochmal, insbesondere ohne die ja, eben genannten, wäre unser Backbone nicht möglich. Von daher vielen, vielen Dank, ohne euch gäbe es uns nicht. Also zumindest nicht in der Form. Genau, und zum Schluss natürlich, macht mit, wenn ihr aus der Region Frankfurt kommt, gerne bei uns, aber auch bei anderen Freifunk-Communities. Es gibt Freifunk Hessen, wo man sich ab und zu mal trifft und die hessischen Communities zusammensetzen. Es gibt natürlich auch darüber hinaus sehr viele Freifunk-Communities. Über freifunk.net hat man da so eine erste Anlaufstelle. Also wenn ihr nicht schon dabei seid, macht gerne mit. Ja, helft euren Communities, ein offenes Netz zu bauen. Das macht auf alle Fälle verdammt viel Spaß, sonst würde ich jetzt hier nicht stehen. Genau. Und das war's dann auch schon von uns, der aktuelle Stand vom Freifunk Frankfurt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann gäbe es Fragen. Traut euch. Wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich. Fragen oder Ideen, wie man das man noch machen könnte? Ja. Frage, das Ganze kostet ja auch irgendwo Geld. Ihr habt gewisse Sponsoren, die euch das Backbone sponsoren. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel von uns in Stuttgart, die Verbreitung vor allen Dingen in den Randgebieten, ja, wenn es so in den ländlichen Raum geht, da hapert es also ganz gewaltig. Habt ihr irgendwie Kontakte zu Institutionen wie Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer? Weil ich habe Freifunk mal im Rahmen eines Vortrags bei der Handwerkskammer in Stuttgart vorgestellt und das kam bei dem Klientel an und für sich sehr gut an. Die würden das auch gerne unterstützen. Problem ist einfach, es fand sich niemand, der sich daran angenommen hätte, also sprich Router geflasht hätte oder die irgendwo unterstützt hätte? Ich mache ja auch in Stuttgart ein bisschen was. Ich glaube, da haben wir vor allen Dingen das Problem, zu viele oder zu wenige Menschen, die das wirklich aktiv auch angehen. Machen würden wir das garantiert gerne. Nur wir haben letztendlich einfach die Leute, die aktiv sind, haben nicht oder kaum die Kapazitäten dafür. Und ich glaube, das ist auch nicht jetzt ein auf Frankfurt beschränktes Problem. Stuttgarter Community bin ich auch dabei. Da hat es auch viele Ideen, viel, was ich selbst gerne machen würde, aber irgendwo hört es dann halt zeitlich auf. Und deswegen, das ist auch der Punkt, mehr Diversität. Wir gerade in dem Bereich gesellschaftlich Kontakte braucht es, glaube ich, braucht Freifunk noch ein bisschen was. Genau, da oben war eben noch kurz eine Frage. Also die Frage war, wie wir dazu stehen, wenn der Router nicht die ganze Zeit online ist. Ich sag mal so, natürlich ist der Wunsch vom Freifunk, dass das Netz Best Effort betrieben wird. Also ja, gerade das Meshing, dass das durchgehend verfügbar ist, um eben das Meshnetz in Betrieb zu halten. Wie es praktisch ist, ich sag mal, natürlich wäre es schön, aber wenn es nicht anders geht, ist zumindest, das ist jetzt meine persönliche Sicht, wenn es nicht anders geht, dann ist das halt so. Es wäre schön, wenn man es versucht, aber ja.
Genau, sonst noch jemand? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal vielen Dank an die, die uns bei der Präsentation hier unterstützt haben. Ich sag mal ein paar Bekannte aus Karlsruhe und Darmstadt, die mit uns ja, den Inhalt ein bisschen durchgegangen haben und so weiter. Also vielen Dank nochmal.